Geschnittener Schnittlauch. Gehen wir jetzt ein bisschen was mit darüber. Linsensalat mit geräuchertem Saiblingsfilet, weiße Bohnensuppe mit Paprika, Chorizo-Toast. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Und preiswert sind diese Köstlichkeiten noch dazu. Was der Küchenchef des Münchner Restaurants Blauer Bock hier kreiert, sind unkomplizierte Rezepte mit einem raffinierten Pfiff. Sie stammen aus dem Buch Einfach genießen, das seit Montag im Handel erhältlich ist. Eckhard Witzigmann, erster deutschsprachiger Drei-Sterne-Koch und ausgezeichnet als Koch des Jahrhunderts, hat gemeinsam mit anderen Sterne-Köchen und Küchenchefs, eben den Besten ihres Fachs, die Rezepte für dieses Buch zusammengestellt. Und die sind vor allem eines: bodenständig. Das hier, das ist ein Sonntagsbraten, ja. Aber es sind natürlich, nehmen wir mal her, jeder hat seine Rezepte. Hier der Linsensalat mit dem Räucheraal, hier haben wir ja den Möhren-Traubensalat, wir haben hier einen Teller Spaghetti, ja, wir haben einen Gratin von Kartoffel, Kohlrabi mit Spinat, das ist hier ein gedämpften Kabeljau, gehen wir weiter, dann haben wir hier einen Milchreis, was die Leute auch gerne essen. Zusammengestellt sind diese bodenständigen wie pfiffigen Rezepturen für Menschen mit kleinem Geldbeutel. Für Senioren, die mit Altersarmut zu kämpfen haben, ist das Werk vornehmlich gedacht. Denn gute Ernährung dürfe keine Frage des Geldbeutels sein, sagt Witzigmann. Die älteren Leute, die haben ja auch immer wieder ihre gewissen Kindererinnerungen, ihre Vorstellungen, ja, was sie früher eben gegessen haben, ja. Und die ältere Generation, die hat ja uns beigebracht, wie man eben mit wenigen Mitteln und Aufwand eben eine Familie ernähren kann. Ja, das Wort Hunger war ja kein Fremdwort. Und ich sage immer wieder, die alten Kochbücher inspirieren dich ja auch, wie die eben auch ökonomisch gedacht haben. Es wurde nichts weggeschmissen. Man hat versucht, aus jedem Ding nochmal ein Ding zu machen. Beispiel: Bohnensuppe. Hans-Jörg Bachmeier, Küchenchef des Blauen Bock, kreiert mit Bohnen, Paprika, Chorizo-Wurst, einigen Kräutern und Brot eine preiswerte Gaumenfreude, die auch das Auge umschmeichelt. Focus Online hat den Koch bei der Zubereitung des Gerichts über die Schulter geschaut. Es gibt jetzt die Bohnensuppe. Die haben wir gekocht. Bohnen einfach nur im Sud. Ganz wichtig, ohne Salz, nur mit ein paar Kräutern, Lorbeer, etwas Thymian, etwas Rosmarin, ein bisschen am Speck. Kein Salz, warum? Weil Salz macht die Bohnen hart und die werden nie wieder weich. Schmecken tut's auch. Für die Bohnensuppe haben wir einen kleinen Toast vorbereitet. Da braucht man natürlich so einen Belag dazu. Und das ist Chorizo und das ist gelbe und rote Paprika. Und da geben wir jetzt die Chorizo rein und dann schwitzt man es ganz leicht an. Das Chorizo ist eine spanische Paprikawurst. Ich habe jetzt ein bisschen eine mildere Variante gewählt. Die gibt es also in scharf, in ganz scharf und in sehr mild. Das ist jetzt eine mildere, also ungefähr in der Mitte. Und die hinterlässt jetzt auch so gleich so ein bisschen Paprikaöl, was wir dann ganz gut brauchen können danach. Weil ich gebe das dann über die Suppe. Und hier haben wir unser Brot. Das ist ein Tomatenbrot, das kriegen Sie beim Bäcker. Das kann man trocknen bei ca. 100 Grad. Und dann werden das richtig schöne Toasts und der Toast wird dann also mit dem Paprika und mit dem Chorizo belegt. Zum Aromatisieren kann man noch ein bisschen Rosmarin mit dazu tun. Und das ganz langsam auslassen. Schmeckt man die Bohnensuppe noch ab? Haben wir noch ein bisschen Sahne?
bisschen was für die Hüften, schadet nie. Zucker. Bisschen Salz noch. Und für die Schärfe gebe ich noch ein bisschen Cayenne dazu. Kannst du mir den Lauch dann mal vorbereiten oder vorbringen für deinen Fisch? Dankeschön. So, im Prinzip haben wir das schon. Das kommt jetzt auf ein Küchenkrepp. Danke. Ich habe jetzt da kein Salz, sondern nur Kräuter dran, und zwar absichtlich, weil die Chorizo schon, sag ich jetzt mal, relativ gut gewürzt ist. Und ich will es ja nicht so übertrieben haben. Jetzt gebe ich in die Pfanne noch ein bisschen Olivenöl, weil ich noch ein bisschen Paprikaöl brauche, und lasse es noch mal kurz ziehen. Im Prinzip haben wir jetzt den Toast schon fertig. Brauchen wir nur noch das Brot. Wie schon gesagt, trocknen im Ofen bei 100 Grad oder in Olivenöl rausbraten. Wie immer Sie das machen wollen oder haben wollen. Und dann kommt hier diese Wurst und die Paprikawürfel nur so ein bisschen auf das Brot drauf. Ganz wenig. Ja. Dann braucht man im Prinzip nur noch etwas Basilikum zum Ausgarnieren, und das machen wir dann zur Bohnensuppe dazu. Können wir gleich mal eine anrichten dann. Wunderbar. Etwas Pepe. So, schau, ja. So ist es schön. Schönes Paprikaöl wird es. Dann können wir schon anrichten. Jetzt bin ich jetzt langsam gewesen. As usual. Dann haben wir hier unsere Bohnensuppe. Dann geben wir von unserem Paprikaöl ein paar Tropfen drüber. Und dann haben wir unseren Toast. Wahrscheinlich, ja. Noch ein bisschen was drauf da. Haben wir ein bisschen Basilikum da, bitte? Das ist so ein ganz kleiner, feiner Basilikum. Und dann garnieren wir den so. Wer dieses und andere Gerichte nachkochen will, der sollte das Buch zum Preis von 9,90 Euro bei Rewe kaufen. Mit dem Erwerb des Buches wird 1 Euro an den Verein Lichtblick Seniorenhilfe gespendet, der Menschen unterstützt, die mit Altersarmut zu kämpfen haben.